So, gleich startet hier das erste Yumi Creators Camp in Köln und wir haben die perfekte Location und wir haben das perfekte Wetter. Bis gleich. So, ich bin jetzt hier mit der Lisa. Hallo. Sag mal, wie gefällt dir der Tag? Ich bin super positiv überrascht, weil ich auch mit wenig Erwartung reingegangen bin, weil ich immer finde, wenn man mit wenig Erwartung reingeht, dann kann umso mehr dabei rauskommen. Und ich finde geil, was wir gerade da unten einfach gemacht haben, die Couch einfach mal da runter zu hieven und dann einfach spontan was zu machen. Das vor allen Dingen auch die Leute, die auf dem Platz selber noch waren, dann auch noch so mitgemacht haben, sich dann da hinter uns gesetzt haben und applaudiert haben. Das war cool. Ja, wir haben noch ein paar Leute rekrutiert. Ja, ne? Ja. Cool. Das war super cool. Hoffentlich sind das nicht die später dann sagen, und ich will das gesperrt haben, weil ich dabei bin. Nee, die wissen ja gar nicht, dass das, für was das eigentlich war. Die haben erst so gefragt, können wir den Link haben? Ich so, klar. Und dann sind die, wir haben gesagt, tschüss, wir sind weg. Und dann, okay. Konnte ich den Link nicht geben. Ja, cool. Ja, aber wenn unser Video viral geht, dann sehen die das ja, ne? Das könnte sein, wenn wir unfassbar berühmt werden. Die YouTube-Stars von morgen. Die Bravo sagt, das geht ganz einfach. Warum nicht? Wenn das die Bravo sagt? Wenn das die Bravo sagt. Okay, der Tag neigt sich langsam dem Ende zu. Wir haben jetzt so 4 Uhr ungefähr. Wir haben gerade so ein bisschen so ein leichtes Tief. Das Video gerade wird geschnitten. Ein paar versuchen hier ein bisschen was zu machen. Was steht denn heute noch so auf dem Plan? Essen. Vor allem was essen, weil wir alle noch nichts richtig gegessen haben. Ich habe nicht mal gefrühstückt. Guck mal, wie hungrig sie aussieht. Ich habe noch nicht mal gefrühstückt. Nein, ich habe wirklich noch nicht gefrühstückt und deswegen so irgendwas Cooles essen. Also nicht irgendwie Pizza oder so, wäre cool. Und dann machen wir noch cooles Dance-Off. So als Bonus-Video. Waka, waka, waka. Dance-Off, sehr cool. Ja. Wird sehr cool. Und dann gucken wir mal, wie der Abend nach Hause geht. Ja, wir müssen nachher noch eine Abschluss-Session machen irgendwie, ja. Wo wir nochmal zusammentreffen. Hoffentlich sind die Videos bis dahin fertig. Also ein Dance-Off muss ja jetzt nicht unbedingt schon fertig geschnitten sein, oder es geht ja eigentlich relativ, ist ja ein One-Take mehr oder weniger. Da müssen wir ja durchlaufen, da kann man zwischendurch noch ein paar Schnitze setzen, das geht ja fix. Können wir ein paar Schnitze setzen, läuft. Ja, ich würde sagen, Dankeschön Lisa und wir sehen uns später. So, wir werden jetzt mal beim Adi versuchen, über die Schulter zu gucken. Der schneidet nämlich gerade das Video. Steht er gerade auf? Aber dann können wir ja mal gucken. Komm mit. Wo ist der Adi? Also, wir können schnell gucken. Okay, was geht hier? Nicht anfassen. Stört nicht den Heiligen. Sorry, wir drehen gerade nur ein Video. Wir wollen mal wissen, wie weit bist du denn, Adi? Guck mal her. Bist du schon fertig? Hallo, Thomas. Sehr, 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 sehr weit schon. Du hast das alles implementiert. Unser Couch-Video bist du gerade am Bearbeiten, ne? Was unser, ja. Unser Couch-Video. Ich bin irritiert jetzt, Thomas. Wir haben uns lange nicht mehr so nah vor der Kamera. Das machen wir sehr selten. Ich gehe jetzt diese Karte zurückbringen. Okay, alles klar. Das sind unfassbare 8,5 GB Film drauf. Wahnsinnige Datenmengen. ACR, HD. AVC HD. AVC-HD. Alles klar. Wie lange brauchst du für das Video? 5 Stunden. Ich fange jetzt an. Geistern. Alles klar. Wir sehen uns in 5 Stunden. Tschüss. So, ich schaue jetzt mal, was die anderen machen. Wir haben hier gerade eine Drehpause. Und, wir gucken mal, was die anderen machen. Hier haben wir zum Beispiel den Denils, der hier sich lecker Pizza gekauft hat. Wir gehen mal hier auf seine Pizza. Ja, ist schon fast fertig. Aber du kommst nur gerade rechtzeitig. Lecker. Wieso? Was musst du sagen? Dass die sehr lecker ist. Ah ja, okay. Du hast sie mitgebracht. Du bist der Einzige, der den Ofen hier ausgenutzt hat. Ja, aber ihr habt kein Backpapier. Du bist dass ich das anmerken darf. Ja, hast du recht. Du bist ja das erste Mal beim Yumi. Richtig. Wie findest du es? Geil. Ja? Ja, man kann sich richtig so mit den Leuten austauschen, die auch von der Szene kommen. Mhm. Und man ist quasi bei einer Familie, die man nie hat. Das ist sehr schön gesagt, sehr cool. Wir gucken mal, was die anderen noch so alles machen. Bis gleich. Bis gleich. Weil dann vergisst man immer ein. Ich hab da halber. Nein, nicht zum Aufschreiben. Meine Freundin hat mich nicht verstanden. Das haben wir. Nein, nein, nein. Die Leute, das ist so. Man sieht uns überhaupt nicht. Nein. Es ist dunkel, aber es geht auch nicht um uns, sondern schaut euch mal diesen Sonnenuntergang an. Ist geil, oder? Unfassbar. Zweck, war echt ein Traum, so ja. Und dann mit dieser geilen Aussicht. Er war so einfach geil. Einfach geil. Gar nicht versteckt, einfach so. Ich hab jetzt aber das Schoss, YouTube. Diese YouTube-Veranstaltung, die ist geil. Das ist Yumi Creators. Guck mal, der sieht da hinten mit dem Bart. Und die Knie und die Frisch sind so peinlich. Findest du gut? Er hat es auf jeden Fall cool.
Achso, ich meine es nicht ihn, sondern ich meine das Camp. Das Camp ist super. Ja, eine tolle Sache. Ich bin sehr gespannt, was wir das bei rauskommt. Auf jeden Fall. Machen wir Zauberei, was ich gerade. Ja, ich mache auch wirklich nicht alles. Auch wenn ich mir wirklich mal fehlt. Markus, putzt du hier gleich noch? Ja, ich kann, ja? Was, ich kann ein paar Tauben bestellen. Sollen wir den Vergrämer anrufen? Den Vergrämer? Rufen wir danach an. Das filmst du gerade live, oder? Nein, ich nehme es auch so. Ich wollte hier nicht zum Hubmann werden, ne? Okay, bis gleich. Tschüss. So, wir gucken jetzt gerade schön über das Geländer. Und ich hoffe, dass ich das nicht fallen lasse. Besser ist. Macht einen Sonnenuntergang. Sieht schön aus, ne? Du warst heute meine Schlüsselfee. Ja. Und was hast du sonst so gemacht? Dekorativ rumgestanden. Was du sehr gut gemacht hast. Ich habe versucht, überall mitzuhelfen, wo es ging. Als Assistentin. Für alles. Mädchen für alles. Hast du. Wo hast du eigentlich einen YouTube-Kanal? Ja. Wie heißt der denn? Dragoni. Dragoni? Mhm. Und was machst du da? ASMR-Videos. Ah, das war die Geschichte. Das ist das, wo wir alle gefragt haben, was? Jetzt können wir mal drüber sprechen. Was sind denn ASMR-Videos? Es ist immer schwierig zu beschreiben. Am besten, man guckt sich das mal ein bisschen an. Wo? Im Internet, ja. Im YouTube. Wie heißt dein Kanal? Dragoni, habe ich schon gesagt. Ja, aber buchstabier mal. Ach so, Dragony. Ah, okay, ist einfacher wie man denkt. Dragoni, ja. Wie der Dragon. Dragony. Ja, richtig. Okay, cool. Und da ist also man auf jeden Fall sehr entspannt danach, wenn man. Genau, also im Wesentlichen sind es Entspannungsvideos. Aber es gibt da verschiedene Arten und Varianten. Ja. Interessant. Ja, das ist sehr interessant. Ja, es gibt noch sehr wenige deutsche Kanäle, die sich damit befassen. Das heißt, wenn man dich jetzt abonniert, dann kommt man alles sozusagen. Exklusiv, also es gibt unendlich viele Let's Play-Kanäle, unendlich viele Comedy-Kanäle, aber einen ASMR-Kanal, den gibt es. ASMR-Kanal, den gibt es nicht so oft. Es gibt viele amerikanische, aber deutsche gibt es nur, glaube ich, in 30. Okay, sehr nice. Und dein Resultat, so deine Zusammenfassung des Tages? Ich meine, das ist noch nicht ganz vorbei, aber. Sehr cool, sehr nette Leute, sehr kreative Arbeit, sehr spontane Sachen. Sehr schön. Super. Jetzt genießen wir noch ein bisschen den Sonnenuntergang. Der ist fast vorbei, der Sonnenuntergang. Kommst du nachher noch mit was trinken? Muss mal gucken. Je nachdem, wann ich fertig bin. Wir müssen schneller machen. Dann kommt sie noch mit. Okay. Bis später. Tschüss. Wir testen das Licht. Von der Flair. Und du kannst halt hier dimmen. Das finde ich geil, dass der Dimmer direkt eingebaut ist. Ich bin sowieso gesperrt von YouTube, kann ich leider nicht verwenden. So, das war's. Das war das erste Juni Creators Camp und neben mir steht der Bernd, wir haben es zusammen organisiert. Bernd, vielen, vielen Dank, es hat mega Spaß gemacht. Ja, für mich auch. Vielen Dank, Hammer. Dass du das heute als Meister organisiert hast. Es war ein großes Vergnügen, es hat echt mega viel Spaß gemacht. Und, ein geiler Tag. Es wird auf jeden Fall noch ein zweites geben. Auf jeden Fall. Ne? Nach dem Tag kann man das jetzt definitiv sagen. Angepeilt ist der 17.01. Das müssen wir aber noch erstmal konfirmen. Ja. Aber kann man sich ja schon mal so im inneren Auge auf die Linse inken. Okay, was? Der Tag war lang. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Freunde. Und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Zur nächsten Zusammenfassung des Juni Creators Camps. Ich mache sowas ja nicht so häufig und deswegen. Deine Haare sind eigentlich voll schön, weil du kannst damit Dinge tun. Bei mir geht gar nichts mehr. Deswegen habe ich einen Hut auf. Weißt du? Okay, das war's. Vielen Dank und tschüss!